Meine Freunde, was geht? Ihr wisst, ich gehe immer mit dem Flow der Zeit. Der Flow der Zeit hat gerufen. Gurkensohn! Moin, Servus, moin, Skisku! Wir kennen ihn noch von 2019er Zeiten, wo er bekannter wurde, unter anderem durch Leute wie Montana Black, die auf ihn reagiert haben. Bitte nicht. Nein, bitte nicht. Ich glaube, ich bin fertig. Das sieht doch gut aus, oder? Bruder, ernsthaft? Ich hoffe, das wird Monte gefallen. Ist ja ein bisschen. Bruder! Nein. Bruder! Nein. Muss groß! Nee. Der gute Gurkensohn hat auf mein Video kommentiert. Das bedeutet, das ist der passende Moment, über den Gurkensohn ein Video zu machen. Im heutigen Video soll es darum gehen, wie Gurkensohn bekannt wurde. Unter anderem der ein oder andere kleine Skandal. Das hat ein Nachspiel. Der kriegt eine Anzeige am Arsch und dann träumt der Führer von Versprechen. Und am Ende werden wir uns eine Meinung bilden. Und da beim letzten Video der ein oder andere kommentierende Kommentator ein Problem damit hatte, dass ich meine Meinung nicht von vornherein herausgegeben habe, da er gar nicht einteilen konnte, wie ich denn jetzt zur militanten Veganerin stehe. Deswegen werde ich meine Meinung jetzt extra zum Ende hingeben. Damit du richtig mitdenken kannst, mein lieber Freund, wenn du dieses Video hier siehst. Liebe herzliche Grüße gehen raus an dich, mein Lieber. An den Herrn, der das letzte Mal so einen riesen Kommentar geschrieben hat. Das war tatsächlich ein intensives Erlebnis und man konnte wirklich gar nichts verstehen. Dankeschön. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und dann würde ich mal sagen, auf chillig geht's los. Schutzbrille haben wir am Start. Legen wir los mit der Story von Gurkensohn. Was haben wir hier denn Schönes? Feinste Gewürzgurken! So. Das war die Geburt des einzig wahren Gurkensohns. Wie ihr sehen konntet, hat er Gurken gefunden und hat einen unglaublichen, einzig wahren Gurkensohn-Schrei in die Welt hinausgelassen. Wenn ihr den Schrei nicht gehört habt, dann werde ich ihn euch noch ein weiteres Mal zeigen. Spitzt die Ohren, Freunde, und ich hoffe, meine Freundin schaut dieses Video nicht, denn nach diesem Kampfschrei und diesem Bild bin ich mir nicht mehr sicher, wie es weitergehen soll. Ja, Freunde, nachdem Gurkensohn einige relativ witzige Videos hochgeladen hat, unter anderem ein Tutorial für seinen unverwechselbaren Kampfschrei, ich verlinke es in der Videobeschreibung, hat er ein Video rausgebracht, und zwar Montana Black, ich komme. Auf dieses Video hat Monte reagiert und dann ist Gurkensohn richtig abgegangen, wie eine Gurke. Noch vor dem Video Montana Black, ich komme. Bruder! Nein. Bruder! Nein. Muss groß! Brachte Gurkensohn ein Video raus. Ein Musikvideo. Gurken Army. Hört's euch an, Freunde. Alte Freunde kommen, wenn Fame kommt, was soll man erwarten? Die Bitches in der Disco, lutscht meine Gurke und dann die Tomaten. Hochzeit in Monte. Denke ich halt auch gar nicht drüber nach. Es gehört erst Müsli in die Schüssel und dann Zahnpasta, Digga. Das ist definitiv mal ein Brett, da kann sich ein Kollege oder ein Shindy mal eine Scheibe von abschneiden. Wenn ihr es ganz hören wollt, ist gerne ein Link in der Videobeschreibung. Ja, Freunde, bis jetzt alles gechillt, entspannt. Was soll man sagen zu Gurkensohn? Bomben-Song rausgebracht, wunderbar Connection mit Monte aufgebaut, war zu Besuch in Buxtehude. Aber liebe Freunde, so wie es immer ist im Leben, kann nicht alles nur gut laufen. Wie siehst du das, Hendrik? Hendrik, sag mal. Freunde, seht ihr es? Was sagt Hendrik dazu? Läuft es immer gerade? Ich denke nicht. Wie soll es anders sein? Hat sich der liebe Gurkensohn mit der Familie Ritter zusammengetan und connected. Einige Videos rausgebracht, die auch sehr viral gegangen sind. Gönnen wir ihm auf jeden Fall. Nur hat er der Familie Ritter versprochen, jede Woche Geld vorbeizubringen. So die Worte von der Frau Karin Ritter. Rest in peace, ne? Man kennt's. Und laut ihr hat der Gurkensohn nicht einen Cent vorbeigebracht. Und von Gurkensohn haben sie keinen Cent gesehen? Nee. Und der hat mit meinem Namen Geld gemacht. Das ist aber richtig auf Fettsack. Richtig Idiot. Ja, etwas Ähnliches hat sich ereignet mit Gurkensohn und Ehrenfan Dodo. Ein junger Mann mit einer Beeinträchtigung, Behinderung, ich weiß nicht, welches Wort hier mittlerweile angepasst ist, das wechselt ja von Monat zu Monat. Und der gute Ehrenfan
Fan. Dodo hat mit dem Gurkensohn zusammen einen Stream gemacht, also er war ein Gurkensohn-Fan. Dort in diesem Stream haben sie Geld gesammelt für Dodo. Dieses Geld hat Dodo aber monatelang nicht gesehen, denn Gurkensohn verschwand einfach. Die beiden haben danach ein Video gemeinsam gemacht, wo Gurkensohn ihm später dann doch das Geld gegeben hat. Wieso er das genau so spät gemacht hat, wissen wir nicht genau, aber ich weiß, dass es einen riesigen Shitstorm gab. Unter anderem Kollegen wie Montana Black und auch KuchenTV haben Videos darüber rausgebracht. Möglicherweise wollte sich Gurkensohn damit saven. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht, Freunde. Dazu kommt, dass keine Videos darüber mehr zu finden sind. Keine. Bedeutet wohl, dass Gurkensohn diese Videos gelöscht hat. Warum hat er die Videos gelöscht? Ich weiß es nicht, das muss ein Zufall sein. Wahrscheinlich die meisten, die auf dieses Video geklickt haben, kennen Gurkensohns Transformation. Viele in den Kommentaren werden wieder schreiben, wie in meinen letzten Videos oder meinen Shorts über Gurkensohn. Yo, mach doch kein Auge, Mann. Mach doch kein Auge auf seine Boss-Transformation, Alter. Mein Lieber. Ich achte auf alles, auch auf die Vergangenheit von dem jungen Mann, mit dem wir uns hier beschäftigen. Bedeutet, dass ich auch nicht einfach vergesse, was er gemacht hat. Jeder hat eine weitere Chance verdient. Das ist richtig. Trotzdem macht das nicht besser, was er vorher gemacht hat. Wenn ich dir ins Gesicht schlage, mich ein Jahr lang nicht melde und dann wiederkomme, habe ich dich trotzdem vor einem Jahr ins Gesicht geschlagen, verstehst du? Also Freunde, eure Meinung über Gurkensohn runter in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video, Freunde. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, einen Kommentar und ein Abonnement hier, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, Freunde, Kuss, Freunde, wir sehen uns.